So, da hier sind wir mit der Fenix E-Lite, eine sehr kompakte Lampe mit einem Gürtelclip. Und hier haben wir weißes, rotes und blaues Licht. Vorne noch hier so wie eine Taschenlampenfunktion und dann seitlich angebrachte die Positionslichter. Wir schalten jetzt das Modell schnell einschalten. Länger drauf bleiben zum Aktivieren. Hier in der tiefsten Stufe. Zweite, dritte Stufe mit 150 Lumen. Es ist noch nicht komplett dunkel. Dadurch wirkt natürlich die Lampe noch nicht so hell wie sonst auch, wenn dann wirklich komplett Nacht ist. Aber auch schon hier, man sieht, es ist gleich schon relativ leicht hier. Wieder eine Tour, erste Stufe, zweite und dritte Stufe, Turbo. Erste, zweite und Turbo, 150 Lumen. Länger drauf bleiben hier auf dem Knopf und dann können wir nachher überwechseln zum roten Licht. Das ist so wie ein Positionslicht, kann man befestigen im Rucksack oder natürlich auch im Bike. Er hat auch noch einen roten Blinkmodus. Und jetzt über hier das blaue Licht. Und auch einen blauen Blinkmodus. Aufladbar via USB-C Ladeeingang, der ist direkt aussen der Lampe angebracht. Praktische kleine Lampe und gerade mit dem Ladeport hier USB-C. Ideal für unterwegs, für die schnelle Nachladung via Powerbank oder auch Fahrzeug. Und geht doch schon relativ viel Licht. Zweite, dritte Stufe, hier noch einmal Turbo. So sieht es aus hier bei der Fenix E-Lite. Besten Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen könnt ihr euch gerne melden via Kommentar, telefonisch, per E-Mail. Weitere Angaben sind auch im Online-Shop unter fenixschweiz.ca publiziert. Merci fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich auf eure Nachricht, eure Kommentare oder natürlich auch auf eure Bestellung. Und noch kurz hier zum Erwähnen: Es ist noch ein Sperrmodus auch vorhanden bei diesem Modell. Via Doppelklick können wir jeweils die Lampe sperren und auch entsperren.